Alles klar. Den Kurier verfolgen. In welche Richtung? Ja, bin ich schon richtig. So, einmal fallen lassen, bitte. Das war absolut großartig. Okay. Na, ich kann mich etwas zurückhalten, aber wir sollten ihn nicht verlieren. Oh, jetzt drückt er aber auf die Tube. Läuft der denn lang? Okay. Den Kurier. Achso, soll ich den jetzt eigentlich... Ach, ich kann den ja gleich... Eigentlich... Naja, schubsen. Achso. Entfernung zum... Achso, wir sollen doch die Entfernung beibehalten, glaube ich. Okay. Ich war mir nicht sicher, ob wir ihn gleich attackieren können, aber wir sollen ihn nur verfolgen. Okay, dann heißt es wohl erstmal Entfernung wahren... Gut abwarten. Ja. Oh je. Ja, immer schön in der Entfernung bleiben. Das ist doch relativ unauffällig. Aha. Oh je. Ja, wenn wir schon mal hier sind. Kaufen wir mal. Sehr schön. Pardon. Achtung. Das sind die mir immer im Weg stehen. Tja, dann sollten die Leute etwas vorsichtiger sein mit ihren Kisten. Wo läuft der denn hin? So, hier lang. Jetzt gibt er aber ganz schön Gas. Ich glaube, der hat gemerkt, dass er verfolgt wird. Ansonsten würde der nicht wirklich diese Route hier nehmen. Okay. Und jetzt... Oh nein, jetzt muss ich an den Wachen hier vorbei. Aber ich habe hier zumindest einen Speicherpunkt erhalten. Beeilung, Beeilung. Wie macht er das? Das ist unglaublich, wie kann er über Dächer klettern? Wie ist das überhaupt möglich für einen Menschen? Mann, ich will da lang springen. Jetzt mache ich hier keine Raketenwissenschaft daraus, Ezio. Das kann doch nicht wahr sein, ich habe doch... Hallo? Ich, ja, okay, ich komme darauf nicht klar. Alles klar. Jetzt beweg dich, Mann. Und bleib dich überall hängen, Kollege. Komm schon. Ja, das wird nichts. Wow. Das war verdammt knapp. Ich habe heute sehr viele knappe Aktionen hier am Start. Wenn ich ehrlich bin, ist das eigentlich ganz cool. Aber nicht unbedingt immer sinnvoll. Ein paar Kurtisanen. Na schön. Aus dem Weg. Ja. Na gut, stimmt. Das hätte ich auch gleich meine Rüstung reparieren lassen können. Wo läuft der hin? Ja, immer schön weiterlaufen. Okay, ich glaube mal, der sollte früher oder später am Ziel ankommen. Ein Säufer. Oh ja, Mann. Na, komm schon. Achtung, nicht zu nah. Oh je. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ich kann doch nicht wissen, dass der da stehen bleibt. Na schön, da dürfen wir die Route nochmal abgehen. Bei Verfolgern kann das untertauchen. Bla. Was tut ihr denn hier? Runter, Stronzo. So bin ich denn jetzt hier oben? Naja, meinetwegen. Okay, der läuft jetzt irgendwo hier entlang. Ja. Wo läuft er denn entlang? Also hier sollten wir ihn eigentlich nicht aus dem Blickfeld verlieren, obwohl ich gerade keine Ahnung habe, wo er ist. Hier drüben.
Da haben wir ihn. Also reicht es, wenn wir... Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also reicht es quasi, solange wir Sichtkontakt haben. Tut mir leid. Der wollte es nicht anders. Okay, jetzt läuft er hier entlang. Ja. Okay, jetzt fängt er an zu laufen. Ich bin schon weg. Achtung, Achtung, Achtung. Konzentration gerade. Na, schade. Hätte ich gleich hier oben bleiben können. Egal. Komm schon, beeil dich. Das ist echt eine lange Route hier. Okay, da springt er gleich nach drüben. Dann biegt er links ab und dann bleibt er da irgendwie stehen. Oder auch nicht. Nein. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Oh, dass er sich hier immer so ranhängt, das ist echt unschön. Ja, okay, das war jetzt ein umständlicher Weg. Ich glaube, der will mich verwirren. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich brauche nur Sichtkontakt. Da haben wir ihn. Würde ich ja ehrlich gesagt am liebsten abstechen, aber das lassen wir mal. Ja. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ist er irgendwo hier drüben? So, weg. Weg mit dir, ich habe keine Zeit, Mann. Verdammt. Der Maestro wartet. Er wird keine Fehler dulden. Verpackt es gut. Tut es jetzt. Der Spanier ist hier. Das ändert die Sache. Wenn ich diese Truppe infiltrieren kann, den Platz des Kuriers einnehme, werden sie mich direkt zu diesem Bastard führen. Alles klar, dann versuchen wir mal unser Glück. Zum Glück wurden wir direkt hier abgesetzt. Da habe ich nochmal Schwein gehabt. Was treibt einen dazu, sich so aufzuführen? So. Heilung. Und jetzt einmal... Okay, wir wurden entdeckt. Hilfe! Ja, da bin ich nochmal in die Tiefe gestürzt. Okay, wie gehen wir das jetzt an? Also ohne entdeckt zu werden, versteht sich. Vielleicht hier an der Seite? Ja, das sieht besser aus. Aber warum nicht einfach... Pflege für alle! Okay, jetzt sind Kurtisanen. Ja, die stehen ja an jeder Straßenecke. Nicht, dass ich mich beschweren würde. Und... Hier nach oben vielleicht? Oh nein. Ich meine, wenn ich die hier absteche, also ein Attentat begehe, gilt das dann auch als entdeckt, oder? Ach, hey. Soll ich da denn unentdeckt reinkommen? Ich meine, hier darf ich mich, glaube ich, noch aufhalten, aber... Ist das hier der... Machen wir mal. Perfekt. Das steht ihm doch gut. Das hat wirklich gut funktioniert, muss ich sagen. Sehr viel Glück in den letzten Aufnahmen, unter anderem. Alles kommt zu dem, der wartet. Wir haben jetzt übrigens 102.000... Moneten. Jawohl. Dieser Moment ist von größter Wichtigkeit. Haltet die Formation. Macht keinen Fehler. Dass er nicht gemerkt hat, dass wir eine andere Person sind. Aber gut. Mitspielen. Ja, das können wir auch nur akzeptieren, logischerweise. Attentat auf den Spanier. Immer diese Spanier. Wir müssen... Achso. Müssen wir ihm folgen? Ich glaube ja. Okay, wir dürfen uns keine Fehltritte erlauben. Deswegen mache ich hier mal ein paar Drehungen. Und verhalte mich äußerst auffällig.
So. Sehr schön. Tut mir leid. Ey! Was soll das denn? Ich trage hier wertvolle Gegenstände mit mir rum. Warum greifen die mich an? Was sind denn das für Vollidioten? Sag mal, was... Also, ich bin empört. Ich verstehe es nicht. Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Okay... Ich weiß nicht mal, ob ich hier richtig laufe. In Gottes Namen geht hier vor! So, so. Noch ein Unruhestifter, der sich nicht unter Kontrolle hat. Tja, aber wir haben ein Heilmittel dafür. Wusstest du das? Warum greifen die mich an? Ja, tut mir leid. Also, so lasse ich nicht mit mir reden, Freunde. Das könnt ihr vergessen. Ich meine, was soll denn das? Da werde ich einfach von dir angegriffen. Oh, schön. Hier tragen wir auch die Rüstung. Das ist ganz nett. Also, wer soll das denn verstehen? Ja, ich soll keine Aufmerksamkeit erregen. Warum greifen mich denn andere Wachen an? Was sind das denn für Kameradenschweine? Bei solchen Freunden braucht man keine Feinde mehr. So. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, dann laufen wir mal hier entlang. Mit der wundervollen Kiste. Das sollte man nach vorne sehen. Dass es nicht schon wieder zu solchen, naja, Malören kommt. Ich will hier in keine Schwulitäten geraten. Ihr wisst es ja. Ja, ja, ja. Okay, sieht gut aus. Nicht mehr allzu weit sind wir vom Spanier entfernt, nehme ich an. Oder von der Übergabe. Ich meine, das ging schnell mit der Infiltrierung. Naja, hier vorbei. Der will Geld schnurren. Okay, wir sind gleich da. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Du mieser kleiner Scheißkerl. Willst du auf einer Pike enden? So wie der Letzte, der mir schreckt. Und lass dich bloß nicht wieder erwischen. Kapit, noch ein Fehltritt. Beweg dich, beweg dich. Oh, war das knapp. Das sind absolute Mistkerle. Wen haben wir denn hier? Ihr habt es wirklich? Und keine Verfolger? Absolut. Alles ist perfekt gelaufen. Wir haben eure Befehle genauestens befolgt. Die Mission in Zypern war schwieriger als er... Oh, achso. Ja, ich wusste nicht, dass er ihn absticht. Ezio, es ist lange her. Da hätte ich gerne noch gelauscht. Haha, wunderbar. Rodrigo, also, wo ist er? Hm. Wer? Euer Prophet. Es ist wohl niemand erschienen, Rodrigo. Wie viele Menschen sind dafür gestorben? Für den Inhalt dieser Kiste. Und seht, es ist niemand hier. Ihr behauptet nicht zu glauben? Und doch seid ihr gekommen? Seht ihr ihn nicht? Der Prophet ist hier. Ich bin der Prophet. Nun gebt mir den Apfel. Kommt und holt ihn euch. Oh je, gegen Rodrigo Borgia kämpfen. Hab ich noch meine ganzen Waffen? Oh je, komm schon, ablocken. Komm schon, dafür haben wir trainiert. Jawohl. Einmal ausweichen und zuschlagen. Der hält einiges aus. Oh ja. Und nochmal. Ausweichen und Attacke. Komm schon, nochmal ausweichen. Und Konter. Ja. Okay. Ich glaube, das sollten wir hinbekommen, aber das kann noch ein wenig dauern. Ja.
Wunderbar. Komm schon. Und nochmal ausweichen zur Seite. Ja. Yeah. Okay, den sollten wir gleich haben. Die Kiste sollte vielleicht hier nicht unbewacht rumstehen, aber hey. Ist das alles, was ihr habt? Wo ist der Rest eurer Leute? Welche Leute? Ihr habt wirklich keine Ahnung, was? Wache! Oh je. Nicht so schnell, Freundchen. Ja, woher? Jetzt habt ihr das Tier in mir geweckt. Ausweichen. Oh, schöner Konter. So, den erwischen wir auch noch. Oh, schade. Oh, schade, jetzt liegt er gerade am Boden. Okay, ich will nochmal ausweichen. Moment, darf ich nochmal kontern? Ja, das wird bei ihm nichts. Meine Rüstung ist wirklich sehr stark angeschlagen. Das ist wirklich schon ein Problem. Oh je. Muss wirklich sehr viel Medizin gerade nehmen. Jawohl. Onkel! Keine Sorge, Neffe. Du bist nicht allein. Das hatte ich gehofft. Was tut ihr denn hier? Na, wir könnten euch wohl dieselbe Frage stellen. Hier. Schön. Spart euch die Fragen, Bruder. Lasst Borgia nicht mit der Kiste entkommen. Auf in den Kampf. Oh je. Okay, das wird mit dem Leben echt problematisch. Jetzt werdet ihr alle sterben. Nein. Wir sind hinter euch. Okay, Moment mal. Wir haben... Was haben wir denn noch alles? Pistolen? Gift? Okay. Stimmt, Wurfmesser haben wir auch noch. Jämmerlich. Ihr könnt nicht aufhalten, was geschrieben steht. Wir werden sehen. Der Inhalt der Gruft wird mir gehören. Schaut, meine Freunde. Unser Ezio ist ein echter Krieger geworden. Oh ja. Das bin ich. Komm schon, nochmal. Den haben wir erwischt. Den haben wir auch. Okay, Moment mal, wir gehen mal in die Richtung. Hier können wir nämlich auch noch helfen. Achtung. Na, großartig. Oh ja, absolut. Komm schon. Geh mal etwas auf... Ah, los. Ja, wunderbar. Sehr viel Medizin habe ich auch nicht mehr übrig. Ah, bravissimo. Wir sollten das häufiger tun. Achtung, den machen wir auch noch fertig. Eure Brüder mussten nicht sterben. Das tat ich einfach so. Es gibt keine Gnade, wenn man sich mit Templern anlegt. Zu guter Letzt noch. Jetzt heißt es wohl alle gegen ihn. Komm schon. Ich warte. Ja, gegen uns hat er nichts in der Hand.
für meinen Vater. Paola. Er ist fort, aber wir haben, was wir wollten. Nein, ich muss ihm hinterher. Wirklich jetzt? Oder seid ihr aus einem anderen Grund hier, mein Sohn? Theodora, was tut ihr denn alle hier? Vielleicht dasselbe wie ihr, Ezio. Hoffen, dass der Prophet erscheint. Ich kam her, um den Spanier zu töten. Dieser Prophet ist mir völlig egal. Er ist eh nicht gekommen. Nein, aber ihr kamt. Mhm. Was? Die Ankunft eines Propheten wurde angekündigt. Und ohne unser Wissen seid ihr da. Vielleicht wart ihr schon die ganze Zeit der, den wir suchen. Cosa? Wer seid ihr? Niccolo Di Bernardo dei Machiavelli. Ich bin ein Assassine. Ausgebildet in der Kunst, die Entwicklung der Menschheit zu beschützen. Genau wie ihr und alle anderen hier. Ihr seid alle Assassinen? Paola? Volpe? Es ist wahr, Neffe. Wir haben dich alle geführt, seit Jahren. Haben dir beigebracht, was du brauchtest, um aufgenommen zu werden. Es ist wohl soweit. Wir haben, was wir wollten, aber es gibt noch viel zu tun. Kommt bei Sonnenuntergang wieder. Lashea Vakun Mutlak Bail Kolun Mumkin. Dies sind die Worte, die unsere Vorfahren sprachen, welche die Basis unseres Credos bilden. Wo andere blindlings der Wahrheit folgen, bedenket. Nichts ist wahr. Wo andere begrenzt sind, von Moral oder Gesetz, bedenket. Alles ist erlaubt. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Es wird Zeit, Ezio. In diesen modernen Zeiten nehmen wir vieles nicht mehr so wörtlich. Aber unser Siegel ist immer noch permanent. Bist du bereit, dich uns anzuschließen? Das bin ich. Das tut nur kurz weh, Bruder. Wie so viele Dinge. Benvenuto, Ezio. Nun seid ihr einer von uns. Komm, es gibt viel zu tun. Einen Dosensprung ausführen. Das war wirklich unerwartet. Dass das wirklich alles Assassinen sind, das hätte ich nicht gedacht. Mitspielen. Edenapfel erhalten. Tja. Sehr mächtig das Ganze. Oh. Sequenz 11 beendet. Alles okay? Besser aufhören? Nein, ich muss zurück. Sofort. Okay. Oh. Oh Mann. Sean? Aber klar. Wie konnte ich das vergessen? Willst du uns nicht einweihen? Rodrigo Borgia wurde 1492 zum Papst gewählt. Das bedeutet, dass Ezios größter Feind nun auch der mächtigste Mann Italiens ist. Wollt immer schon in den Vatikan. Dann hast du Glück, Desmond, freu dich. Genau da führt deine Reise hin. Faszinierend. Total faszinierend. Was ist es, Leonardo? Wofür ist es gut? Das kann ich dir genauso wenig erklären, wie warum sich die Erde um die Sonne dreht. Ihr meint, die Sonne um die Erde? Es besteht aus Materialien, die es nicht gibt. Und doch handelt es sich um ein sehr altes Artefakt. Dieser Kodex nennt es einen Edensplitter. Der Spanier.
Er nannte es den Apfel. Etwa Evas Apfel? Vom Baum der Erkenntnis? Willst du etwa andeuten, dass dieses Ding... Das darf niemals in die falschen Hände gelangen. Schwächere Geister würden wahnsinnig. Kein Zweifel, dass der Spanier alles tun wird, um es zurückzubekommen. Ezio, nutzt alles, das wir euch beibrachten, um es zu beschützen. Bring es nach Forlì. Die Zitadelle hat eine Mauer, wird von Kanonen beschützt und eine Verbündete kontrolliert sie. Wer ist diese Verbündete? Ihr Name lautet Katharina Sforza. Was ihr nicht sagt. Ich glaube, diese Mission wird mir gefallen. Dank dir für alles, mein ältester Freund. Leonardo, Ezio sagte mir, dass ihr oft nach Milano reist. Ich habe eine schöne Villa in der Toskana. Kommt doch mal zu Besuch. O Magna, 1488. Okay. So viel dazu. Venezianischer Vorposten. Und hier gibt's auch eine Glyphe. Perfekt. Die Marinestrategie der Venezianer beinhaltet die Aufrechterhaltung einer Reihe von Basen entlang ihrer Handelsrouten in den Osten. So stellten sie sicher, dass ihre Händler die Strecke zurücklegen konnten, ohne von Piraten oder ihren Feinden, den Türken, angegriffen zu werden. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts war die venezianische Flotte mit dem Versuch beschäftigt, die Flotte von Karl dem 8., dem König von Frankreich, aus Italien zu vertreiben. Als türkische Einheiten ohne Vorwarnung angriffen, Venedig wurde ordentlich besiegt und verlor seine griechischen Außenposten. Daraufhin gelang es den Türken, venezianische Gebiete in Norditalien zu erobern. Obwohl es Venedig gelang, den größten Teil seines Territoriums zu halten, sollte es nie wieder zu einer bedeutenden Seemacht aufsteigen. Interessant. Okay, genau, was ich jetzt noch anmerken wollte. Wir konnten endlich mal den guten Leonardo umarmen. Das hatte ich ja mal vor, das war schon einige Aufnahmen her, hatte ich das mal verpasst, weil man ja immer zwischen den Sequenzen teilweise eben die Knöpfe drücken kann. Und das habe ich auch vorhin ganz gut hinbekommen, als wir gegen unseren Erzfeind gekämpft haben. Und jetzt würde ich mal sagen, dass wir gleich die Glyphe suchen, die hier irgendwo in der Nähe ist. Und zwar, Moment, wo genau soll das sein? Ja, falscher Knopf. Genau, Datenbank. Letzte Einträge. Okay, Orte. Wieso wird man denn jetzt hier noch... Moment. Achso, nee, ich will auf die Karte. Immer der falsche Knopf. Forlì. Genau, hier sind wir sogar ein wenig abseits. Warum wird mir denn jetzt doch die... Das verstehe ich nicht ganz. Warum mir jetzt die Örtlichkeiten von Venedig angezeigt werden? Okay, da müssen wir sowieso gleich hin. Aber wenn ich schon mal hier bin, dann suche ich natürlich die... Glyphe. So, gehen wir mal hier entlang. Mit der Dame können wir gleich sprechen. Diese Markierungen identifizieren Sondererinnerungen. Vielleicht müssen wir das auch gleich mal machen. Ich habe keine Ahnung, warum mir hier noch Venedig angezeigt wird. Genau, so Venedig, da haben wir die beiden Gräber. Das waren auch die letzten. Und die ganzen Glyphen gefunden. Okay, dann reden wir erstmal mit der Dame.